Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator auf Minibrunnen. Wir sind immer noch mitten in der Kartoffelernte, auch wenn ich hoffe, dass sie jetzt endlich mal durch ist. Aber noch läuft es alles, noch kartoffelt hier alles. Und warum willst du jetzt hier nicht aufladen? Ah doch, er will. Er zeigt es mir nur nicht an. Jetzt zeigt das an. Gut. So. Preislich hat sich noch nichts geändert, hoffe ich mal. Wo sind denn die gewaschenen Kartoffeln? Da, 516. Klingt immer noch gut. So. Ah, er wächst fröhlich. Gut. Dann lassen wir den jetzt einfach mal waschen, bis der Container voll ist. Und kümmern uns um den nächsten. So. Ich muss mich immer noch an die Steuerung von dem Joystick gewöhnen, da hier einiges anders geworden ist. So. Zum Beispiel habe ich jetzt den Tempomaten auf dem Joystick liegen. Was die Sache vereinfacht, wenn man weiß, wo die Knöpfe sind. Guckt euch das an. Nur noch 100.000 rein. Nur noch 3 Millionen mal hin und her fahren. Und wir sind mit den Kartoffeln fertig. Ah! Das finde ich gut. So, danke. Das reicht erstmal. Ja, und dann werden wir hier natürlich hier die ganzen Reste hier einsammeln müssen. Da liegt bestimmt noch ein Anhänger voll auf dem Feld, was wir nachträglich einsammeln müssen. So. Wie geht's dir? Du rangierst dich hier einen ab. Okay. Oh! Ja. Feld ist fertig. Super, das heißt, wir können hier mal einen Blick werfen. Oh, guckt euch das an, so ein großes. Wieso sind da Löcher? Warum sind da Löcher ohne Sojabohnen? Das mag ich gar nicht. Du bist fertig, oder? Wo fährt denn der jetzt hin? Danke. Hast gut gearbeitet. Brauchst jetzt nicht das ganze Feld über rückwärts fahren. So. Ich werde mir aber mal da hinten angucken, warum da ein Loch in der Anzeige ist. Ah, guckt euch das an. So. Und einmal wenden. Läuft. Der ist voll. Ach, hier liegt hier noch ein Baum rum, den wir zerhäckseln müssen. So, warte mal. Nach Hause kommen wir über den Feldweg hier hinten. Ja, da müssen wir uns halt. Halt! Da müssen wir uns dann einfallen lassen, dass wir da drüben irgendwie eine Beladestation oder sowas bauen. Dass wir hier nicht immer hin und her fahren müssen. So. Erstmal stellen wir das Ding wieder ab.
So. Und den Trecker. Oh, den Trecker müssen wir auftanken. Den Trecker müssen wir auftanken. Alles klar. So. Der ruckt schon wieder. Die Anlage hier steht. Die ist bestimmt out of Kartoffel. Er sagt doch. Die ist out of Kartoffel. Okay. E. Dann machen wir bitte mal einen Anhänger voll. Danke. Weil wenn wir den Anhänger hier jetzt leer machen, können wir auch wieder Kartoffeln abholen. So. Triggert der schon? Ja. Helfer D hat einen fast vollen Korntank. Dann kümmern wir uns als nächstes darum. Bleib mal stehen. Ja, reicht natürlich nicht. So. Na, komm. Was ist los? Oh, klappt doch. Ich sehe, Johnny, wir wären Freunde. Jetzt soll ich aber ein Stück schneller fahren, wa? Ah, 10.000 Euro Einnahme für eine Ernte. Das finde ich toll. Jetzt haben wir schon 50.000. Heißt, wir werden gleich mal gucken, dass wir wieder unsere Schulden runterkriegen. Und dann gibt es Profit. So. Ah, ein Stück näher fahren, dass die ganzen Kartoffeln nicht daneben fallen. Danke mich. Ah, wunderbar. Die nächste Ladung kommt. So, abladen bitte. Jawohl. So, und jetzt nicht du, nicht du, nicht du, sondern du. Der kann sich jetzt die Kartoffeln holen und kann sie überladen.
R. Weizen. Nein. Du willst Kartoffeln. So. Und die Kartoffeln, die gehen jetzt hier rein. Okay. Und in der Zeit gehen wir mal zur Bank. 130 Euro Schulden. 105 mussten wir runter, wa? Ja, geh auf. Ha! Wir haben unter 100.000 Euro Schulden, sage ich jetzt einfach. Okay. Das bringt's. Aber wenn ich nochmal Kartoffeln machen soll, dann brauche ich ein Größ... Was kostet eigentlich so Kartoffelfutzi? So, Kartoffeltech. 500.000? Es gibt da bestimmt auch andere. Da, Kartoffeltechnik. Ach so, das ist der Aussäher. Ach so, der ist doppelt so breit. Und düngt gleich. Da bräuchte ich 100.000 dafür. Und für den Ernter 150.000. Was haben wir? 14. So. Und einmal beladen, bitte. Gut, der kann jetzt hier stehen bleiben. Weil der wäscht ja jetzt hier noch eine Weile durch. Da sind noch 10.000 Kartoffeln drin. Okay. Du bist voll. Das heißt, du. Und dann müssen wir erst den ganzen Laden reparieren. Dann müssen wir den erstmal alle hier komplett reparieren. Ich glaube, 150.000 für so einen Kartoffelvollernter, das kann ich mir im Moment nicht leisten. Aber ich werde hier trotzdem Kartoffeln aussäen. Einfach aus dem Grunde, weil sie gutes Geld bringen. Es ist zwar ein Heidenaufwand und ich mag es nicht, mit einer Ernte 5 Folgen beschäftigt zu sein. Aber hey, wenn ich die ganzen Laden hier übernehmen soll oder will, dann muss ich auch die Waren produzieren, die Geld bringen. Und ich denke mal, wenn ich mir eine Kartoffelernte irgendwann leisten kann, dann wird das hier eine Gelddruckmaschine. Dann wird das hier eine Gelddruckmaschine. Und ich muss wieder ein bisschen langsamer fahren. Er hat die Arbeit erfolgreich beendet. Perfekt.
So, das heißt, wir werden jetzt mal alles machen, was zu dem Erfolg noch mit dazugehört. So. Mal, guckt euch mal den Rand hier an. Hier hängt doch bestimmt noch 100 Kilo Kartoffeln drin im Boden. Seht ihr das? Die ganzen Streifen hier. So, da gucke ich einfach mal. Ja, sieht man hier, alle doch gelb. Und einen Teil davon werde ich jetzt noch mitnehmen. Möglichst viel natürlich. Ah, oh, da hinten muss ich aber noch das Stroh runterziehen. Oh Gott. Das wird eine Heidenarbeit. Und dann werde ich das hier nämlich durchpflügen. Und gleich wieder mit Kartoffeln aussäen. So. 3% schon wieder voll. Jetzt holen wir noch andere Seite den Streifen weg. Alles werde ich nicht abgreifen können. Das wird zu lange dauern. Aber wenigstens hier die Enden. Ja, ein bisschen lohnt sich das ja. Okay. Dann sind wir damit durch. Ja, und dann würde ich sagen, gleich hier neu aussehen. Gar nicht erst groß Zeit verlieren. Muss das hier jetzt eigentlich nochmal gepflügt werden? Abgeerntet. Muss gepflügt werden. Na gut. Das ist kein Problem. Wir haben ja den großen Schlepper hier. Und den Pflug, glaube ich, auch. Dann werden wir das alles hier einfach unterpflügen. So, egal. Zeit ist Geld und ich denke mal. So. So. Der fährt gleich zur Werkstatt. Gleich so dreckig, wie er ist. Und wenn der aus der Werkstatt kommt, wird er gleich mit dem Aussäen beginnen. So, und der Schlepper hier. Bevor der zur Werkstatt. Aua! Autsch, die müssen wir auch noch alle wegmachen. Bevor der zur Werkstatt geht, wird er sich den Pflug nehmen. So. Und den ganzen Laden hier. Und da pflügen. Nein, du hast die Arbeit nicht erfolgreich beendet. Du hast einen Pflug
und du pflügst. Da ist nichts mit Arbeit erfolgreich beendet. Die Arbeit hast du erfolgreich beendet, wenn du da hinten angekommen bist. Danke. So. Du machst hier fertig. Da waren wir da eben bei 516, oder? Okay. Den Preis haben wir kaputt gemacht. Das heißt, wir werden das Ganze einlagern. So. Und den fahren wir nach Hause. Und dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge durch. Die Kartoffelernte ist endlich fertig. Warte mal. Pflügt der da hinten das richtige Feld? Ja. Okay, der soll nämlich auf das Feld rüber und nicht das da hinten machen. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.